bin mir sicher, dass die guten Bürger von... Es war gut, mit ihnen Geschäfte zu machen. Show. Gar nicht schlecht. Fast eines Engländers würdig, würde ich sagen. Aber lassen Sie uns nicht übertreiben. Eilmeldung! Die Alliierten sind nun auch unsere Alliierten. Gemeinsam stellen wir uns den Feinden, die unsere Feinde sind. Der Sieg gehört euch, Präsident. Ich wusste, ihr würdet erfolgreich sein. Und nicht nur, weil ich sämtliche Stimmzettel persönlich ausgefüllt und gezählt habe. Präsident, ich weiß, dass ihr immer eure Versprechen haltet, aber die Bürger nehmen es mit der Definition von erfüllten Versprechen heutzutage sehr genau. Es gab einige Möglichkeiten. Nichts illegal.
Ich möchte Sie jetzt nicht... Atombomben! Fakt oder Fiktion? Tropikos Wissenschaftler sagen, wir begreifen die Physik nicht. Der Palast sagt, strengt euch gefälligst an! Jeder hat Freunde, nicht wahr? Ich sollte mein Geld jeden Moment bekommen. Jetzt! Also, hier ist ein Foto von Enchiladas Auto, die Adresse seiner Braut, sein Friseur und, oh ja, sein Name. Bravo, Presidente. Sie haben Enchilade identifiziert. Ich hoffe einfach mal, dass Sie das wegen unserer Freundschaft und der Güte in Ihrem Herzen getan haben. Schönes Wetter. Sie? Kann ich helfen? Darf ich kurz durch, bitte? Welch ein Tag. Jetzt einen Drink. Sieht schön aus. Verlaufen? Ich fühle mich beobachtet. Schön, Sie... Darf ich kurz durch, bitte? Ich bin so gestresst. Sie kommen mir bekannt vor. Tut mir leid. Heute bitte nicht. Hola,
Wie geht es Ihnen heute? Sieht schön aus. Welch ein Tag. Verlaufen? So viel zu. Ich fühle mich beobachtet. Hola. Wie tut mir leid. Heute bitte nicht. Darf ich kurz... Was hat er damit gemacht? So viel zu tun. Verlaufen? Sieht schön aus. Sie? Kann ich helfen? Ich fühle mich beobachtet. Ich mache immer gerne Geschäfte. Wären Sie hier an irgendetwas interessiert? Alles völlig legal, natürlich. Eine gute Tat, Präsidentin. Kann ich helfen? Sie? Schönes Wetter. Hola. Darf ich kurz durch, bitte? Welch ein Tag. Jetzt einen Drink. Tut mir leid. Heute... Verzeihung. Oh je. Oh nein. Präsidente, hatte ich nicht um etwas gebeten? Das habe ich. Doch Sie haben mich enttäuscht. Nun werden Sie die Bedeutung des Wortes Konsequenzen kennenlernen. Die Berichte über Vandalismus in der Stadtmitte sind vollkommen übertrieben. Der neue, verzweifelte Architekturstil sei unpolitisch und beweise sowieso nichts, gab der Palast zu verstehen. Und damit ist der Enchilada-Fall beendet. Übergeben Sie ihn. Sein Leben wird sich unter meiner Aufsicht nicht verbessern. Ich würde es nie wagen zu spotten oder die Augen zu verdrehen, Präsidente. Ich war und bin noch immer Ihr gewissenhafter Diener und meine Gesichtszüge unterstehen Ihrem Befehl. Aber Ihr habt dem Broker eine hübsche Summe Geld gezahlt und erschien ziemlich selbstzufrieden. Egal, Präsidente, ich habe noch eine Flasche Number 18 und seht,
eine Limone. Lasst uns trinken auf alte Feinde und noch ältere Freunde. Ihr habt es geschafft, Präsidente. Der Sieg gehört uns. Ich meine Ihnen.